Hallo und herzlich willkommen zurück zu Banished. Hier sind wir wieder in unserem wunderschönen kleinen Buschdorf. Und ich mache mal gerade die Zeit wieder runter, um mich mal hier wieder einzufinden. Ja, wir haben letztes Mal den ersten Handel betrieben und haben zwei wunderschöne Rinder gekauft. Ah, sind die nicht wunderbar? Ja, und haben es Jobs sind assigned für dieses Feld. Und ja, maximal passen 11 darauf und wenn es mehr als 11 sind, werden die geschlachtet. Und da wollen wir auch mal ein bisschen gucken, ob das dann wirklich schön Food gibt und wie viel Food das gibt. Ah, ich bin gespannt. Ja, das wird toll. Und ja, vielleicht haben wir dann auch die Möglichkeit, Rinder von der Farm auf andere Farmen zu verteilen mit dieser Split-Funktion und so weiter. Da bin ich mal gespannt drauf. So, unsere beiden Woodcutter sind am Arbeiten. Unser Schmied ist auch am Arbeiten und hat schon wieder 45 Tools gebaut. Den lassen wir aber jetzt mal weiterworken, weil wir brauchen ja wieder Zeug zum Verkaufen. Und da werden wir uns dann langsam auch mal an den Werkzeugen vergreifen, würde ich sagen. Hier sind drei Häuser im Bau, weitere. Die sind jetzt... Ja, doch, sie sind relativ notwendig. Ein paar Häuser sind ein bisschen überfüllt. Und aber es läuft eigentlich ganz gut. Wir haben 10 Kinder in der Mache. Und das ist eigentlich ganz okay. Den Tailor haben wir momentan aus. Wir haben aber auch schon wieder Leder. Haben wir hier auch Leder? Ja, wir haben schon wieder einiges an Leder gesammelt. Können wir gerade gucken. Die Produktion. Letzte Saison 1000 Essen. Also das ist auch schon eine Menge. Auf jeden Fall mehr als die Fischer es schaffen. Ja. Auf jeden Fall haben wir letztes Mal auch den Gatherer hier in Betrieb genommen und der ist auch fleißig am Werkeln. Das ist very good. Ja, und in Zukunft habe ich mir überlegt, brauchen wir halt noch eine Forester Lodge auf jeden Fall. Steine haben wir derzeit genug abgeschlagen. Da haben wir zwei neue Laborer gekriegt. Bilder haben wir derzeit zwei assigned. Warum werden denn hier die Häuser nicht beliefert? Wir haben doch viele Laborer, wir haben Holz vielleicht ein bisschen wenig. Was machen die überhaupt momentan? Die sind, glaube ich, hier beschäftigt. Kann das sein? Das hier habe ich alles aufgetragen, dass sie das abhauen. Naja, die gehen hier abhauen. Naja, das sollen sie auch gerne tun. Denn im Steinbruch haben wir ja derzeit keine Worker beschäftigt. Das ist aber auch kein Problem. Wie gesagt, wir haben momentan genug Stein. Und als nächstes Bauprojekt würde ich sagen, wir machen mal wieder schneller, die drei Häuser hier. Und dann werden wir mal eine Iron-Mine bzw. Kohlemine in Auftrag geben. Denn die werden wir brauchen irgendwann. Denn das Iron ist ja irgendwann leer auf der Map. Und Kohle, ja, Kohle brauchen wir, weiß ich ja schon, zum besseren Werkzeug machen. Da können wir nämlich Stahlwerkzeug dann machen. Warum kann ich hier nirgendwo eine Mine bauen? Und ja, ich glaube, man kann Kohle auch zum Wärmen von Häusern benutzen, also als quasi Ersatzstoff für Firewood. Und vielleicht ist das auch besser. Alter, ich kann hier nirgendwo eine scheiß Mine eröffnen. Was soll denn das? Da. Das geht echt nirgends, ne? Dann bauen wir sie jetzt hier hin. So. Ich weiß nicht, ob wir direkt zwei bauen sollten. Halt direkt Kohle und Eisen. I'm not sure. Hier passt die genau... Boah, da passt die jetzt wegen einem Ömmel nicht hin, da in der Mitte. Ah. Das gibt's doch nicht. Die hätte hier perfekt hingepasst. Ärger. Ärgerlich. Okay, ja, dann müssen wir die wohl hier oben irgendwo platzieren. Oder halt... Momento. Ja, hier direkt an die andere Mine. Warum nicht? Dann haben wir hier die beiden Minen. Why not? Hätten wir die schon mal platziert. Ja. Da werden die Häuser langsam gebaut. Das ist gut. Wie gesagt, Firewood ist halt immer noch... Also Wood an sich ist einfach noch ein Problem. Wir werden jetzt... Warte mal. Wir werden jetzt eine weitere Forester Lodge machen. Hab jetzt die Schnauze voll. Wo haben wir sie?
Forrester Lodge. Und die kommt, warte mal, die eine, wo steht sie denn? Da oben. Also können wir die ungefähr hier so hinbauen. Oder sollen wir die hier unten hinbauen? Ja, hier hättest du natürlich was mehr Platz. Und hier soll ja auch eigentlich nichts anderes hin. Da kann ja auch noch ein Gatherer dann irgendwann hin. So, die werden wir priorisieren. So. Ja, Herbs werden irgendwie gar nicht verbraucht. Ich weiß nicht, was da los ist. Aber es soll mich nicht stören, solange die Health hier auf mindestens 4 oder 3 ist. Ist mir das relativ schnuppe. Und ja, okay, die ist priorisiert. Das heißt, die werden sich da jetzt dran geben. Jedenfalls bevor die Minen hier gebaut werden. Die brauchen auch einiges an Stone. Das heißt, wir können hier einfach mal wieder ein paar reintun. Machen wir mal 4. Dann haben wir noch 4 Laborer. Ja, wofür ich genauso viele am Markt brauche, weiß ich halt noch nicht, weil bis jetzt hat sich hier ja noch nichts getan. Der läuft ja. Der ist auch voll bis oben hin. Also, ich werde das irgendwann mal machen. Dann werden wir einfach mal 12 da reinhauen. Und dann gucken wir mal, ob das irgendwas bringt. Wir werden dann auch demnächst den Markt mal mit Steinwegen umgeben. Aber die Steine brauchen wir jetzt erstmal für die Minen und so weiter. Ja. So, jetzt haben wir nur noch 7 Kinder. Ich wollte das so immer auf 10 halten. Aber da kommen jetzt auch noch 2 neue Häuser. Also das passt schon. Denke ich. Ja, und wir können dann auch mal wieder einen... Obwohl, na doch. Machen wir noch mal ein paar Hide Codes. Für den nächsten Winter. Hier wird auch fleißig wieder Stein gekloppt. That's nice. Gut, gut, gut. Also die sind auch immer gut am Jagen. Vielleicht ist das entweder... Ist das halt so, dass die durchgehend jagen? Und sich der Bestand der Rinder nicht irgendwie großartig verändert. Oder ich habe Glück und das ist eine richtig geile Position irgendwie. So, und die beiden hier haben sich noch nicht vermehrt. Was ist da los? Na, wahrscheinlich, das wird wohl dauern, nicht, denke ich. Aber dann, wenn es mal irgendwann passiert, dann werde ich mich sehr freuen. Vielleicht aufspringen. Da kommt ein Trader. Ja, wir haben jetzt gar nicht so viel Zeug, was wir hier vertraden können. Aber mal gucken, was er dabei hat. Ist er schon da? Trader, leg an. Da, jetzt ist er da. Korn. Er hat Korn. Ich hätte so gern Korn. Was hat man gesagt? 600 noch was. Oh je, je. Kriegen wir das zusammen? Also 580 hätten wir. Knallen wir jetzt mal da rein. Und dann brauchen wir noch irgendwas anderes. Komm, wir knallen jetzt. Ah, was knallen wir denn da rein hier? Iron Tools. Reichen da 20? 20 mal, was bringen die nochmal? 8. 500, brauchen wir noch. Wir können doch nicht 40 machen. 20 ist Maximum. Sonst haben wir Probleme. Ja. Ich hoffe, das bringt uns nicht in Teufels Küche hier die Tools zu opfern. Aber dann haben wir noch 24. Das sollte eigentlich noch möglich sein. Machen wir zur Not noch. Herbs. Was bringen Herbs eigentlich? Die werden ja eh nicht gebraucht. Okay, der will offensichtlich keine Herbs oder so. Gut, da lassen wir die Herbs mal weg. Da müssen wir wohl Steine nehmen, was? 600, 620. Das sollte also so reichen. So sollte es eigentlich reichen. Gucken wir mal, ob der das jetzt noch hinkriegt hier. Boah, das wäre super. Corn Seeds. Also Mais können wir dann anpflanzen. Das wäre doch mal was. Hier kommen ja unsere Felder hin. Das wäre super, super, super. So, was ist hier mit unserem Trader? Macht er mal oder was? Sollen wir mal einen mehr einstellen? Monsieur, nachher fährt er weg, ohne dass wir getradet haben. Count hat sich noch nicht erhöht. Wo kommt die Schubkarre? Leute, machen wir hin.
Wir haben auch 8 Fischer, 8 Gatherer. Gut. Ah, die Iron Tools sind da. So, warte mal, reicht das schon? Haben wir jetzt 554? Reicht noch nicht. Jetzt haben wir 600. Ja! Trade! Scheißegal, war zu viel, Wayne. Wir haben Corn Seeds gekauft. Können wir mal Order, wir wollen... Was wollen wir denn eigentlich noch? Apple könnten wir mal gebrauchen. Und Potato, sagen wir den mal. Wollen wir haben. Also müssen wir das hier anklicken, dass er das einmal bringt? Keine Ahnung, machen wir einfach mal. So, okay. So, jetzt sind wir doch in Teufelsküche geraten. Wir haben nämlich nur 7 Tools. Ich hoffe, das wird sich jetzt wieder einpendeln. Eieieiei. Wir haben nur noch 4 Kinder. Warum machen wir keine Kinder mehr? Naja, ist auch mal nicht so schlimm gerade, weil wir müssen uns das hier auch mal wieder... Das muss sich halt einpendeln. Nicht, dass wir plötzlich zu viel von allem haben. Okay, wir können also jetzt, denke ich, Felder machen. Leider haben wir jetzt schon Early Autumn. Das heißt, erst nächsten Spring, denke ich mal, können wir die bepflanzen. Aber das macht ja nichts. So, hier kommt ein Weg zwischen. Cropfield. Machen wir mal 10x10. So, machen wir mal 2. Aber keine Ahnung, was die so abwerfen. Oh, das war scheiße, war das. Das war mal 9. Remove. Und nochmal. Cropfield. So. 10x10. Okay. Fellery the Hunter has died of old age. Also, das fängt jetzt auch an. Die sind ja alle, unsere ersten Einwohner, die wir hier am Anfang hatten, die sind mittlerweile alle, 66 sind die Ältesten. Krass, dass sie so alt werden, oder? Die fangen jetzt langsam an, uns wegzusterben, wie die Fliegen. Aber die werden ja gut ersetzt, hoffe ich. Ja, die Häuser hier sind fertig. Da wird schon wieder ein Kind geboren, sehr gut. Tja, die müssen eben replaced werden. So böse das klingt. Oh, wir müssen hier schnell mal das Inventory ändern. So, da wurden schon wieder 20 Tools hingebracht, deswegen haben wir so wenig. Ja gut, das können wir jetzt auch drin lassen. Machen wir mal 100. So. Dass sich das erstmal hier wieder stabilisiert. Gut. Okay, was steht als nächstes an? Die Forester Lodge. Wird die langsam mal gebaut? Was fehlt denn hier? Wir haben doch genug. Wir haben Bilder, wir haben Laborer. Die sind hier wieder am Kloppen. Dabei habe ich das doch priorisiert hier, oder? Priority. Go. Ja, und die machen jetzt hier auch noch die Felder fertig. Da! 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 Sie haben es getan! Hahaha, es sind 3! Wir haben das erste neue Rind! Ist das geil oder was? Geil! Das ist geil! Haha, wir steigen in die Rinderbranche ein! Haha! Krass! Richtig gut! Das freut mich ungemein. Also, sie vermehren sich. Und jetzt wird Winter, also ich hoffe bis zum Spring werden wir hier die Dinger fertig haben. Unsere beiden Felder, denn ich will wissen, was die so abwerfen. So, was wurde hier bis jetzt gemacht? Hier wurde removed und removed, noch nicht ganz removed. Okay. Ja, Locks, Locks, Locks. Es kommt ja bald der dritte. Hier ist auch bald alles removed, was ich in Auftrag gegeben habe. Ja, das hier sieht doch alles super aus. Also hier sind viele Bäume, hier sind viele Büsche. Also die sind hier gut dran. Aber mit dem Holz, ich meine, das geht eigentlich noch. Ich will das halt nur, dass es dann mal viel wird. Also momentan hält sich das so alles die Waage. Die kommen gut aus.
unsere drei holzverbrauchenden Gewerbe hier. Und oh, da ist der Timer abgelaufen. Ja, und mit dem Bauen, das kommt dann auch langsam hin eigentlich. Okay, Leute, wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt Banished. Ich freue mich. Bis dahin.